herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mein Ecohof. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir haben in der letzten Folge unseren ersten Fisch abgeholt. Den werden wir mal ausnehmen, denn wir brauchen auch Proteine. Noch mehr. Warum? Okay. Das reparieren wir auch gleich. Aber jetzt nehmen wir erstmal den Fisch aus. Hier. Clean Trout. Kriegen wir zwei raus. Weil wir es natürlich nicht geskillt haben. Ist natürlich blöd. Aber wenn wir nichts machen, kommt natürlich auch nichts dabei rum. Und den Hammer müssen wir auch bald reparieren. So. Außerdem sind, glaube ich, die Kisten fertig geworden, ne? Da würde ich sagen, wir packen mal eine Kiste hier zu den Fischsachen. Ah, hervorragend. So. Und die andere kommt da oben nochmal zum Campfire, solange wir da noch rumkochen, weil ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Sachen, die wir noch sammeln müssen. An Lebensmitteln und so. Gut. Sehr schön. Ja, ich überlege, ob wir da wirklich so eine kleine Essensküche dann irgendwo dann als nächstes hinbauen, die separat ist von diesem ganzen Kladderadatsch, weil ich nicht diese ganzen, also alles zusammen in einem Stück haben will. Ich muss mal den Hammer reparieren, bevor ich das wieder vergesse. So. Ich glaube, das vergisst man sehr schnell. So, dann haben wir hier, da verbinden wir mal den Lagerplatz mit, das hat er schon selber gemacht. Nehmen wir mal mit den Fisch zu unserem Feuer, das sah gerade aus, als wenn der Feuerwerk wäre, zu unserem Feuer. Dann können wir den mal hier gucken, was wir da mit dem Fisch dann so in Kombination machen können. Auch hier, ne, Proteine und Fette, das ist sehr gut. Kommen da aus Fisch raus, wenn wir den Fisch jetzt roh drauf geworfen hätten. Aber wir haben den ja schon weiterverarbeitet. Und ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier. Chadfisch. So, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ja. Nächster Punkt wäre... Es tut mir leid, aber da müsst ihr jetzt durch. Wir müssen langsam aber sicher beginnen zu überlegen, wie wir das mit unserer Mine machen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein weiteres Stockpile, ein großes Stockpile, was natürlich nicht hier gebaut wird, sondern natürlich hier, man kennt ihn. Ich glaube, im Inventar, das... Was noch im Lager ist, ist ein kleines, ne? Ist auch egal, wir brauchen eh mehrere. Stockpile hier. Bestellen. So, das würde ich dann hier aufstellen, damit wir den Platzabstand haben. Und dann können wir hier gucken, dass wir anfangen, hier die Mine zu bauen. Die geht natürlich wieder in die Erde rein, aber dieses Mal, wir haben ja aus dem letzten Mal gelernt, dieses Mal machen wir es mit Rampen. Würde ich mal so sagen. Und dann würde ich gerne genau zwischen zwei Stockpiles dann so den Eingang hier haben. Weißt du, dass das so ein bisschen auch noch was aussieht. Und je mehr Kalorien wir jetzt auch mit dem Arbeiten hier verbrauchen, umso besser. Damit wir unsere Nahrungsmittelaufnahme optimieren können. Ja, das geht echt langsam voran. Da ist doch irgendwas nicht richtig, oder? Zehn Stunden. Hä? Mir scheint, da stimmt was nicht. Ich logge mal ganz kurz neu. Mal gucken, ob es daran liegt. Bis gleich.
So, keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Ha! Als wenn er es gesehen hätte. Ja. Gut. Das, Die sind ja ganz schön zutraulich hier. Die Jungs. So, mein Stockpile ist fertig. Dann setzen wir das mal eben. So, das wäre dann genau hier, ne? So, das heißt, die Mine würde ich dann hier reingehen lassen. Oh, hätte man jetzt das Wegetool, ne? Da könnte man es besser anzeichnen. Also hier, ne? Und dann 4 breit. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt noch so ist. Bitte nicht verraten. Dass man die Ressourcen sozusagen... Das Bambi. Bambi wird nicht gefressen, ne? Nein. Dass die Ressourcen jetzt überhaupt noch dann in der entsprechenden Tiefe sind. Oh. Oder ob das dann wirklich hier in den Streifen ist. Das heißt, man muss in der Welt dann suchen, wo die Vorkommen sind. Das weiß ich gar nicht. Aber wir brauchen ja ohnehin dann Mine und Steine und alles. Und dass wir in den Berg reinbauen, weil wir unsere Müllverklappung ja ohnehin da reinmachen müssen. Ich glaube, der gesamte Skill-Dings hat sich zurückgesetzt. Also ich habe auch eingestellt, dass ich Skills bekomme für Tätigkeiten und so. Da sage ich, oh, alles geändert. Das hat sich, glaube ich, alles wieder zurückgestellt in dem letzten Patch. So, 1, 2, 3. Ein 4 breit. Das ist natürlich schon... Ja, das ist angemessen, würde ich sagen. Oh Mann. Ist wahrscheinlich auch gar keine gute Idee. So, da müssen wir jetzt noch berücksichtigen, da müssen wir eine Rampe runterlegen. Zwei oder 4? Das sollen wir erstmal 2 machen und können es dann hinterher noch auf 4 ausbauen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wäre auch eine Option. Weil die Rampen, die Dreckrampen sind 1 breit, die Steinrampen sind 2 breit. Und für einen Wagen reicht eine 2 breite Rampe in jedem Fall. So, dass wir jetzt da vielleicht mal hier das als Verengung nehmen könnten. Dann machen wir mal hier erstmal weiter. So, weißt du? Aber das hier gibt mir gerade Sorgen. Base Gain. Profession Experience pro Tag. Heißt die Frage, ob das richtig eingestellt ist oder ob sich das wieder irgendwie zurückgestellt hat. Da müsste ich dann vielleicht nochmal gucken. Das mache ich dann vor der nächsten Folge. So. Oh, da kommt anderes Material. Da müssen wir mal, weiß ich gar nicht, ob wir das dann auch schon abbauen können. Aber wir brauchen ja auch jede Menge Steine. Für die ganzen Wege, die wir bauen wollen. Wenn ihr euch erinnert, wie ich da am Anfang gesagt habe, oh ja, hier 5 breit, 4 breiter Weg. Das hatte ja einen Sinn.
So. Kriegen wir die noch mit der alten Spitzhacke? Ja. Das ist gut. Weil dann können wir die immer noch mit Steinen reparieren und so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Berufsmultiplayer aushabe. Wobei, nee, guck mal. Da tut sich jetzt gerade was. Ist vielleicht, wenn man die anderen Steine verwendet, nichts? Keine Ahnung. Ist mir zu hoch. Zu hoch. Oh, ich würde gerne jetzt aus den Limestone direkt selber was bauen, aber das wird angeblich in einem der nächsten Patche dann auch noch so irgendwas in die Richtung geben, so grob gesagt. XP, Multiplier 86 Ebstein. Hm. Wir schauen mal. Lass uns einfach überraschen. Aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch die Multiplier 1. Wie langsam wir dann wären, ne? Das ging ja gar nicht. So. Trotzdem hatte ich... ging das irgendwie schneller, als ich alleine unterwegs war. Das ist, weil ihr jetzt dabei seid. Ihr seid schuld. So. Den noch weg. Das ist natürlich jetzt der Nachteil, wenn du so viele verschiedene Sorten hast hier. Dann, ne, dann hast du halt hier immer... das Duyen. So, wir packen mal die hier rein. Dann müssen wir eben die Pickaxe, die müssen wir eben heile machen, die Pickaxe. So. Jetzt hat er ja keinen Zugriff auf Steine. Du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. Und das sind keine fertigen Steine, die müssen wir umarbeiten. Das heißt, ich würde dem jetzt mal sagen hier. Du bekommst auch auf diese Halde Zugriff, sollst die aber da ausliefern. Und machst mir mal bitte aus den kaputten Steinen, kannst du gar nicht. Das ist aber nicht gut. So. Du machst mir bitte aus denen hier 40 normale Steine. Und dann habe ich schon gesehen, wir haben einen neuen Tisch. Das ist der Wainwright Table. Den können wir schon mal aufstellen, damit wir wissen, was wir als nächstes brauchen. Den stellen wir mal hier hin, weil wir werden den natürlich in der Nähe von dem Dings da brauchen. So, und dann können wir schon Stone Ramps bauen. Stone Ramps bauen wir mit Pitch und Steinen und Stone Road. Das Problem, was ich hier so sehe, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist... wir müssen erstmal Pitches herstellen. Ein Handflug? Oh, Räder. Eieiei, warte mal, da werde ich aber gerade so ein ganz bisschen unruhig. Aber erstmal, wir müssen erstmal Pitche bauen auch. Also Pitch bauen. Pitch. Und Pitch wurde hergestellt im Campfire oder Masonry Table. Genau, das heißt, wir brauchen erstmal Masonry Table. Und das stellen wir wiederum her im... hier, glaube ich. Battery. Ah, Battery Table brauchen wir auch. Aber wo ist das Masoneritabel? Hier. Ah, der kommt ja wieder nicht dran. Ne, wir haben nicht genug. Haben wir schon wieder nicht genug Holz? Und Steine haben wir auch noch nicht genug. Alter. Dann haben wir hier nochmal 20. Geht's voran. Nein, da bauen wir noch ein paar ab. Wo ist meine Spitzhacke? Dankeschön. So.
So. Ja, wir können ja mit der Rampe eigentlich schon hier vorne so runtergehen, ne? Da spricht ja jetzt nichts gegen, würde ich sagen. Nehmen wir da mal alles mit. Ist da schon wieder ein anderer Stein? Also schwer zu erkennen. Ich muss, glaube ich, so, ne? So, dann müssen wir hier nämlich gucken. Oh. Ist das nicht hoch genug? Auch möglich. So, dann nämlich gucken, dass das da auch passt. So, dann haben wir jetzt hier neu den Butchery Table. Und hier müssen wir nochmal wieder ein paar rüberkarren. Pack den jetzt erstmal hier hin. Ich weiß, dass wir den ja nicht behalten wollen. Ja, und wir müssen auf jeden Fall Butchery lernen erst. Das heißt, da können wir schon mal gucken. Bricklaying, Butchery, da genau, da brauchen wir diese Tiere dafür. Gut. Jetzt kriegen wir nochmal 60 Punkte dazu. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, was hatte ich noch? Masonry Table wollte ich bauen oder habe ich gebaut? Eins von beiden. So, Lagerplatz. Seht ihr den? Ich sehe ihn nicht. Es fehlen ja auch irgendwie Steine, ne? Ne, jetzt fehlt Holz. Holz fehlte. Okay. Dann müssen wir wohl nochmal los. Vorher. Nehmen wir nochmal eben einen kräftigen Snack hier aus unserem... Guck mal, hier haben wir jetzt auch nochmal +7, +7. Das ist schon mal gut. Füllen wir nochmal ein bisschen auf hier. Sehr gut. Guck mal, die liegen da und schlafen. Das ist so toll. Ja, ich glaube, aus dem richtigen Treffen jetzt. Das war der da, ne? Ne, die waren das alle nicht. Wo bist du denn hin? Lauf doch nicht weg. Oh Mann. Warst du das? Ja. Da brauchen wir gleich zwei von, ne? Gut, dann haben wir die nämlich schon mal für das Projekt. Ich hoffe, ich brauche keinen Bambi, aber einen Herr brauche ich. Nein! Das war keine Absicht. Warte mal. Wir wollen eben gucken, welche wir wirklich brauchen. Und wir brauchen eine neue Pfeile, glaube ich, dann so langsam mal, ne? 7. Mal gucken, wo ich die überhaupt herstelle. So, her. So, nochmal hier. Drei Hairs, ein Bison. Ah,
Eieieiei. So, Pfeile. Die Windmühle bauen. Pfeile. Ich lasse mich nicht ablenken, das meint ihr nur. So, das geht Gott sei Dank rucki-zucki. Mal direkt hier in mein Inventar. Also ich möchte halt, ne, sehr zügig diese Metzgerei-Sachen und Co., dass ich die erlerne, damit wir sehr effizient mit den Tieren umgehen, ne? Wenn wir die schon ab und zu mal, ne? So, da ist so ein fettes Bison, wenn uns das über den Weg läuft, dann nehmen wir das gleich mit. So, was hatte ich jetzt noch gebaut? Können wir jetzt eigentlich das Woodcart, ein großes Woodcart, das wäre natürlich eine schöne Sache. Wir brauchen noch weitere Junlocks. Noch mehr Junlocks. Und Bretter. Also mit anderen Worten viel mehr Holz. Weswegen wir ja eigentlich losgelaufen waren. Wenn du dich erinnerst, ist schon ein bisschen her. Der Mann ist auch ein bisschen verwirrt. Oh! Oi! Yippie! Da kam jetzt weniger Samen raus, als wir reingesteckt haben. Die Tomätchen sind aber noch nicht reif. Das ist nicht so gut. Aber hier kriegen wir nochmal zwei Samen raus. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu früh. Kann das sein? Wir hätten da noch eine Runde warten sollen. Das sieht auch gut aus. Hä? Achso, not ripe. Okay. Aber hier. Auch noch nicht. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ihr seht, das wächst schon mal schneller nach. Das ist gut. So, dann packen wir die mal hier rein. Und die Samen. Noch Reis dazu. So, dann gehen wir mal eben kurz hier ein paar Bäumchen schlachten. Ich hoffe, dass dann da auch dann welcher... Wisst ihr, welchen Baum ich jetzt umlegen will? Ich probiere es nochmal. Ich hoffe, der resettet nicht nach einer Zeit. Wahrscheinlich tut er nämlich genau das und jedes Mal machen wir nur Sarg's kaputt und das war's. Ah, das muss doch gehen. Oder haben wir jetzt eine Eisenachse bekommen mittlerweile? Nee. Könnt ihr irgendwas von dem Boden sehen hier? So. Ja, die nachfolgende Sendung verschieben sich dann um weitere 10 Minuten. Ja! Alter! Alter! Wie kriegt ihr jetzt klein? Alter, guckt euch das mal an! So eine Salami. So durch die Salami-Maschine schiebst. Wow! Ja, das lohnt sich. Wo habe ich jetzt den Wagen hingestellt? Habe ich den auch mitgenommen? Ja, also ich würde sagen, wenn wir da Samen rausbekommen würden. Oh, wir bekommen da Samen raus. Und dann mit einer richtigen Axt und dann Holzfällen geskillt. Oh. Oh. So, warte mal.
Eieiei. Und da, ja, ja, wir brauchten ja ein bisschen Holz, ne? Also das ist ja, oh. Oh, oh. Junge, Junge, Junge. Aber der wird ja auch 5 Jahre wachsen dann, ne? So. Warum habe ich den Wagen jetzt eigentlich da 5 Kilometer weiter weg stehen? Hat das irgendeinen Sinn? Ah, damit ich hier nicht wieder runterfalle. Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme. Nein! Oh, Hilfe! Ich weiß, du willst einschlafen, aber ich hatte mich kurz erschrocken. Sag mal. Ey! Ernsthaft? Das ist ja wohl. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Und ja, ich muss jetzt eine Rampe bauen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Oh, Reis. Sag mal, du blödes Viech, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Also, bis zur nächsten Folge von Mein Ecohof. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann das Holz verarbeiten. Tschüss.